Hallo und herzlich willkommen zu Mario Kart Wii Custom Track Grand Prix Revolution Version 1.03, die neue Version, das Update vom 12. Januar von Mr. Bean, 35.000 VR und Cheddars. Ihr seht, es ist ein bisschen lang mit dem Black Screen immer, aber naja gut, da muss man jetzt mal durch. Die Regeln legen wir kurz fest, 100 schwer, das passt alles, sehr gut. Und dann beginnen wir mal ein Solo-Rennen mit den neuen Strecken. 64 neue Strecken sind, soweit ich weiß. Und wir werden sie uns mal anschauen. Das hier sind natürlich die Originalstrecken, wie man sie kennt. Hier haben wir die ganzen anderen Custom Tracks Cups, die ich jetzt nicht alle zeigen werde. Das ist schon, also da gab es schon genug andere Let's Player, die das gemacht haben. Und hier sieht man die neuen. Der ist neu. Bei dem hier bin ich mir nicht sicher. Bitte mal in die Kommentare schreiben, wenn es jemand weiß. Ich glaube, den gab es früher schon. Der hier ist auf jeden Fall neu. Der und der und auch dieser Goomba Cup. Und wir starten auch gleich mit dem Goomba Cup und nehmen die erste Strecke. Das müsste von der GameCube ein Remake sein, von der staubtrockenen Wüste, wenn es mich nicht täuscht. Ja, schauen wir mal kurz. Es wird sich ja gleich bewahrheiten. Ja! Sieht mir sehr danach aus. Und damit starten wir gleich mal. KMH-Anzeige unten rechts, die gibt es nur bei Custom Tracks, das kann ich gleich schon mal sagen. Und wie wir sehen, haben sie das immer noch nicht gefixt, dass die Gegner manchmal viel zu schnell sind. Naja gut. Wir werden die Strecke trotzdem mal uns mal anschauen, natürlich, genauso wie alle anderen Strecken, egal wie die Gegner fahren. Und ich werde auch im Anschluss an diese Streckenvorstellung wahrscheinlich noch ein bisschen online fahren, Custom Tracks Online, das wird auch mit Sicherheit Spaß machen, oder ich lasse es parallel laufen, mal schauen. So, den Kugelwilli hebe ich mir gerade mal absichtlich auf, der könnte uns später noch helfen. Also die Gegner sind hier auf jeden Fall zu schnell, ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich kann man das nicht ändern, sonst hätten sie es getan. Sie haben ja vieles noch geändert bei den Custom Tracks. So, und ich nehme mal den Kugelwilli. Und wir werden mal schauen, wo wir dann am Ende landen. Und vor allen Dingen, ja, die Strecke, die sieht auf jeden Fall aus wie bei Mario Kart Double Dash. Also es ist wahrscheinlich nicht nachgebaut worden, sondern es ist wahrscheinlich einfach ein Import. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Dafür sieht die Strecke zu originalgetreu aus. Yeah! Boo the Beast! Bam! Und schon sind wir Dritter. Mit unmittelbarem Kontakt zur Spitze, das war knapp. Und Erster sind wir. Was geht denn hier? Uah. Okay, wir sind noch vorne dabei. Natürlich ist es ein bisschen ein unfaires Rennen. Denn die Gegner sind schon schneller, das merkt man. Die sind ein bisschen überpaced. War da oben gerade... Na, wenn das nur nicht die Agro-Sonne war. Und wir gewinnen dieses erste Rennen. Und die Musiken, die ihr im Hintergrund hört, so auch diese Fanfare vom A-Team, das kennt man ja noch. Das ist Custom Music, also die habe ich selbst eingefügt. Das ist allerdings schon ein Jahr her, deswegen kann ich euch jetzt nicht mehr genau sagen, wie das geht. Ja, schaut mal, ich glaube, das hat irgendwas mit dem My Stuff Folder zu tun. Müsst ihr mal gucken. Am besten mal irgendwo bei Mr. Bean 35.000 VR oder bei Cheddars nachfragen. Die werden euch da helfen können, aber wir konzentrieren uns auf die Strecken. Die erste Strecke war sehr cool und jetzt kommt Bowser's Lava Road und damit die zweite Strecke in diesem Cup. Ja, wenn sich einer von euch fragt, warum spielt der Fritte ausgerechnet dieses Spiel... Okay, den Trailer habe ich jetzt nicht weggedrückt, der war so kurz. Warum spielt der Fritte ausgerechnet dieses Spiel alleine?
Ich würde gar nicht sagen, dass das so bleibt. Vielleicht kriege ich nochmal einen Co-Kommentar dazu. Was macht denn hier ein Knochentrocken-Bowser? Ein Knochen-Bowser natürlich. Oh oh. Böse. Vigaldi. Ah, sehr gut durchgekommen. Und da sind wir auch schon zweiter. Donkey Kong kann noch ausweichen. Glück gehabt. Vielmehr, wir treffen ihn nicht. Ah, wir treffen ihn doch. Darauf habe ich spekuliert. Darum habe ich meinen Panzer nicht extra. Knochentrocken, hallo. Und die Roms, die kennt man, glaube ich, aus Mario Galaxy, wenn es mich nicht täuscht. Finde ich sehr cool. Also es gibt da nochmal, um auf die Custom Music zurückzukommen, das war auch schon eine Runde. Okay. Es gibt da sozusagen ein extra Custom Music Pack, das dann eben, also wenn ihr Mario Kart Custom Tracks normal, sag ich mal, runterladet, standardgemäß, dann habt ihr bei den Strecken einfach die Streckenmusik der Originaltracks. Also sagen wir mal, die Strecke hier wurde jetzt auf Daisys Piste gehackt, dann hättet ihr jetzt die Musik von Daisys Piste, was ziemlich unpassend wäre. Aber ja, so nur mal zum Verständnis. Und dieses Custom Music Pack, das würde dann eben diese Strecken ersetzen und einige neue Lieder einfügen. Das kann man sich runterladen. Und es gibt eben auch die Möglichkeit. Alter, was war das denn jetzt gerade? Es gibt eben auch die Möglichkeit, sich eigene Sequenzen zu erstellen. Und wenn ich das hinbekommen habe, kann es so schwer nicht sein. Ich weiß noch gerade nicht mehr, wie es ging und wie knapp war denn das gerade, bitte. Wir sind immer noch erst, obwohl wir runtergefallen sind. Dann müssen die Gegner hier aber ordentlich schlecht sein. Also ordentlich langsam. Verstehe man nicht ganz, warum das so ist und wie das so... Naja, ich kenne mich da aber auch überhaupt nicht aus. Manche von euch wissen ja vielleicht, dass ich einen Mario Kart 64 Hack mache. Aber mit Mario Kart Wii Hacks kenne ich mich jetzt mal beim selber machen sozusagen überhaupt nicht aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich funktioniert, wahrscheinlich sogar, denn das ist ja im Endeffekt kommt es aus Gleiche raus, aber es wird halt doch ein bisschen anders sein. So, meine Freunde, wir haben dieses Rennen jetzt auch gleich geschafft, nur noch die letzten zwei Sprungschanzen heil überleben, sagte er und wurde natürlich total erwischt, dass es besser nicht mehr geht und verliert hier noch den Sieg, so wie es aussieht, oder? Das wird nichts mehr mit dem Sieg. Toad holt sich den Sieg, schnappt ihn uns weg. Aua. Aua. Und wir versagen auf der ganzen Linie. Die Strecke war ganz okay. Da hinten ist noch ein Bowser-Schiff, das habe ich noch gleich gesehen. Gab aber bessere, muss man dazu sagen. Aber gut, die Strecke war nicht schlecht. Man kann sie fahren. Und die macht bestimmt Spaß, auch im Online-Modus. Da bin ich schon sehr drauf gespannt, wie das werden wird im Online-Modus. Und nochmal zur Neandertaler-Aufnahme. Auch das kann man ja mal im ersten Part ansprechen. Ich fahre übrigens einen Cup pro Part. Man merkt es, ne? Also wollte ich nochmal anmerken, ne? Zur Neandertaler-Aufnahme. Das ist bei mir immer, wenn ich mit der Kamera aufnehme. Ich konnte mit der Game Capture nicht aufnehmen, weil wir für die Wii kein Equipment haben, weil wir dachten, dass die Zeit ist um. Aber weit gefehlt. Die Zeit ist noch nicht um. Volcanic Pipe Yard 2 ist die nächste Strecke, die wir jetzt fahren werden. Und deshalb seht ihr jetzt alles hier in der Neandertaler Aufnahme. Ich hoffe, es ist noch ertragbar. Die Ton- und Bildqualität ist natürlich erschreckend schwach im Vergleich zu sonst. Also zu Minecraft oder auch jetzt zu Super Mario 3D World. So, schöner Trailer. Sieht sehr interessant aus. Und vor allen Dingen funktionieren die Trailer auch mal. Also großes Lob an die Hackersteller und ich habe Lava auf meinem Kopf. Da vorne dampft's. Eine gefährliche Welt erwartet uns. Ich muss dazu sagen, ich bin die Strecken gestern bereits schon mal Test gefahren, gestern Abend. Also heute ist der 13. Januar. Ach du Tacke.
Und am 12. kam das Ganze raus. Ich habe es direkt gedownloadet und direkt mal die Strecken getestet, damit ich hier nicht so rumfaile. Natürlich werde ich mich deshalb nicht an jedes Eck erinnern können, aber vielleicht an die meisten oder an ein paar. So wie das hier, da bin ich nämlich aufgefailt. Da muss man einfach geradeaus durch die Lava hüpfen. Ohne Angst, dann passt das schon. Ja, super. So, und hier hat man also Lava über seinem Kopf. Und das müsste auch bald schon die erste Runde gewesen sein, ne? Ja, das war sie auch schon. Runde 1 damit absolviert. Yeah! Macht Bock, die Strecke, muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Es gab ja, es ist ja Pipe Yard 2, es gab ja schon mal so eine Strecke. Die fand ich nicht so gut, aber die hier macht Fun. Auch wenn hier natürlich die NPCs wieder mal abspacken, was sind das für Vögel? Wow! Cool, cool. Bam! Und wieder durch die Lava gehüpft. Also jetzt hier, wir spielen ja gerade einen Geist, ne? Aber wenn jetzt hier so ein Toad durch die Lava hüpft, der muss doch dann als, weiß auch nicht, als gegrillter Champignon rauskommen, oder? So als würde er gerade, ja, in der Pizza im Ofen gegart worden sein. Also wenn er dann später nach Hause zu seiner Frau kommt, sofern er eine hat, dann wird die ihn schon fragen, wo hast du mich denn wieder rumgetrieben, lieber Toad? So, das war knapp, aber gut, Risiko muss auch mal sein. Besonders wenn die NPCs derartig schlecht sind. Hep. Yeah! So. Bin mal gespannt, wie die Strecken im Online werden. Aber ich glaube, da werden einige Skiller rumfahren, mit denen ich nicht mithalten kann. So, und das ist der nächste Sieg. Eine sehr coole Strecke. Also großes Lob an diese Strecke. Macht sehr viel Spaß, sieht cool aus und lässt sich gut fahren. Also bis jetzt ein sehr guter Eindruck von den neuen Custom Tracks. Und wir schauen uns jetzt, müsste die letzte Strecke kommen, oder? Ist das schon die letzte? Wir schauen mal kurz. Ja, jetzt kommt schon die letzte, das ist die Concord Town. Und was man auch dazu sagen kann, wo ich gerade Town und Pipe Yard und so weiter sage, von Custom Track Grand Prix Revolution gibt es jetzt auch, also man kann jetzt auch Sprachen einstellen, die da wären Englisch, Portugiesisch, Japanisch und Suomi, glaube ich. Suomi war Finnisch, oder? Ja, und auch hier ein sehr interessanter Trailer der Concord Town. Und scheinbar hat man wirklich die Strecken, also diese Vorschauen gefixt, diese Trailer auf die Strecken. Denn die waren früher mal sehr verbuggt und eigenartig. Okay. Mich wundert es gerade ein bisschen, wie sicher ich hier fast schon durchfahre, obwohl ich die Strecken nur einmal gefahren bin, alle. Aber ich habe halt das Gehirn eines Schwamms, sage ich immer. Also ich habe ein Gehirn wie ein Schwamm. Ich sauge immer so Sachen furchtbar auf. Auch bei anderen Spielen, wenn es da irgendwo in der verwirrenden Stadt irgendwo hergeht. Ich bin da meistens der, der noch am ehesten weiß, wo er herkam und so Sachen. Weiß auch nicht. Liegt mir irgendwie. So. Sieht auch sehr cool aus, die Strecke auf jeden Fall. Schauen wir mal, was da noch kommt. Eine Statue für die, boah, wie hießen die nochmal? Die Mario Sunshine Typen. Ach, und wir haben auch schon die erste Runde geschafft im Übrigen. Hey! Die NPCs sind hier wieder endlangsam, leider. Schade, schade. Au, oh, das willst du machen?
Schöne Musik im Hintergrund, schön klassisch. So. Okay, dann hier rüber. Hep. Sieht doch gut aus. Also die Strecke gefällt mir sehr gut. Wenn wir jetzt mal die Strecken benoten wollen würden, das wird ja immer gerne gemacht bei diesen Custom Tracks, dann würde ich sagen, dass diese Strecke hier, ja, die bekommt von mir die Note gut. Also eine 2. Ja, eine 2 würde ich sagen, weil vom Design her wirklich sehr schön. Ist ein bisschen langweilig, ist ein bisschen leer die Strecke, das ist vielleicht der einzige Punkt, den man sagen könnte. Gibt nicht viele actionreiche Passagen, aber auf jeden Fall ein gutes Gut. Ja, also jetzt der Heckersteller, also der Streckenhersteller, bitte nicht ärgern. Es ist eine sehr gute 2, ich kann diese Strecke jedem empfehlen. Aber wie gesagt, es ist halt ein bisschen wenig, so von der Schwierigkeit her. Die anderen Strecken bewerte ich gleich nochmal, wenn ich die Namen sehe. So. Hep. Und damit haben wir die erste Strecke auch schon hinter uns. Der ersten Cup vielmehr. Das müsste nebenbei noch den Sieg für uns geben. Im Cup, aber das ist ja nur sekundär wichtig. Wichtig ist ja, dass wir alle Strecken gesehen haben. Und jetzt will ich nochmal kurz mir die Zeit nehmen und die Strecken nochmal bewerten, aber die waren eigentlich alle sehr gut. Ach ja, erstmal hier natürlich, na klar. Also, Buhu gewinnt vor Knochentrocken und Wario. Die Freude ist natürlich groß im Pilzkönigreich. Und wir haben den Cup gewonnen. Juhu. Da ist die Freude groß. Da ist die Freude groß. So, jetzt hier, mach mal hinne mit deinem Schwarzbildschirm. Okay, die Strecken wollte ich doch noch vorlesen. Mensch, warum fliege ich denn jetzt hier raus? Ach, es waren hier nur 4. Ah, stimmt. Ah, geil. Stimmt ja. Sollte ich vielleicht umstellen? Überlege ich auch gerade. Mache ich jetzt auch gleich mal. So, versus Rennen. Halt. Depp. Solo-Rennen. Regeln. Da machen wir die Strecken auf das Maximum. 32 von mir aus. Dann brauche ich nicht immer rausgehen, wisst ihr. Halt, Buhu, lass ich mal einen Moment. Okay, machen wir doch nicht, dann können wir immer den Charakter wechseln. Sorry, dauert jetzt ein bisschen. So. Solo-Rennen also. Heute nehmen wir mal zur Feier des Tages Luigi, der allseits beliebte Bruder von Mario. So. Die GameCube-Strecke Staubtrockene Wüste, das Remake, war gut gemacht, bekommt von mir eine 3, aus dem Grunde, weil es halt ein Remake ist. Und ich finde, das ist dann auch kein Custom-Track, sondern eben ein Remake. Da muss man eben auch mal ein bisschen, das ist nicht so, als würde man eine Strecke komplett selbst entwerfen. Also, ne, könnt ihr schon verstehen. Vom Fahrspaß her, ja, war okay. Bowser's Lava Road bekommt von mir auch eine 3 plus allerdings. Die Strecke war ein wenig eintönig, bis auf die paar Sprungschanzen war da ja nicht viel drin, also 3 plus, ich hoffe ihr seid nicht böse. Und das Volcanic Pipe Yard, das bekommt von mir mal eine, boah, ach wir vergeben einfach mal, die 1, aber mit einem Minus irgendwie, weil, weiß auch nicht. Aber hat sehr Spaß gemacht, also eine sehr geile Strecke. Und im nächsten Part, im nächsten Cup, sehen wir den Lakitu Cup mit District 65. Diddy Kong Racing, Haunted Woods, Diddy Kong Racing, Jungle Falls und Dream World Cloudway. Viel Spaß beim Zuschauen und danke, dass ihr die erste Folge zugeguckt habt. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Mario Kart Wii Custom Track Grand Prix Revolution. Version 1.03. Bis dann!